Die TSG 1899 aus Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. Das El Plastico am sechsten Spieltag der Bundesliga-Saison 2021-22. Das letzte Aufeinandertreffen hatte Hoffenheim mit einem 2:1 gewonnen. Allerdings hat die TSG noch nie zwei Heimspiele in Folge gegen Wolfsburg gewonnen. Stand jetzt sind die Wölfe noch ungeschlagen und mit dem Bayern punktgleich. Übrigens hat Weghorst in den letzten drei Gastspielen in Hoffenheim 6 Tore erzielt. Man kann ja also durchaus von einem Lieblingsgegner sprechen. Generell, gegen keinen aktuellen Bundesligisten erzielte der VfL im Schnitt mehr Tore als gegen Hoffenheim. 52 in 26 Spielen, also exakt 2 pro Spiel. Aber auch Kramaric hat in den letzten 3 von 4 Spielen gegen Wolfsburg getroffen. An den ersten 5 Spieltagen bis hierhin allerdings noch kein einziges Tor erzielt. Am vergangenen Spieltag haben beide Teams jeweils unentschieden gespielt. Und während man bei Hoffenheim gerne noch den ein oder anderen Punkt mehr gehabt hätte, ist man bei Wolfsburg mit der aktuellen Punktausbeute definitiv zufrieden. Favorit in diesem Spiel sind für mich ganz klar die Wölfe. Sie haben eine unfassbar starke Defensive und gleichzeitig auch sehr, sehr gute Leute vorne drin. Darüber hinaus spricht natürlich auch die Form eine ganz, ganz klare Sprache. Während diese beim VfL noch sehr konstant ist, muss man sagen, dass die TSG da schon ziemlich schwankt und das auch schon seit längerem. Manchmal hat man unfassbar gute Spiele wie gegen den BVB, wo man übrigens ja trotzdem keine Punkte mitgenommen hat, obwohl man super gespielt hat. Und dann auch Spiele, wo man 0:2 zu Hause gegen Mainz verliert oder aber auch das letzte Spiel mit 0:0 in Bielefeld. Dennoch muss man hier aus Wolfsburger Sicht natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, denn gerade gegen die größeren Gegner haben die Hoffenheimer sich immer sehr, sehr konzentriert und leistungsstark gezeigt. Und deswegen kann man klar davon ausgehen, dass das hier kein Selbstläufer wird. Ich kann mir hier sogar tatsächlich ein ziemlich, ziemlich umkämpftes Spiel vorstellen. Und ich persönlich sehe es als nicht ausgeschlossen, dass Hoffenheim hier vielleicht auch die 3 Punkte zu Hause behält. Hier ist auf jeden Fall alles drin, meiner Meinung nach. Dennoch muss ich hier sagen, dass ich eher dazu tendiere, dass Wolfsburg dieses Spiel gewinnen wird. Und dabei gehe ich von einem sehr knappen Ergebnis aus. Ich tippe auf ein 1:2 für die Wölfe. Und um es noch spannender zu machen, tippe ich auch darauf, dass sowohl Kramaric als auch Wout Weghorst treffen werden. An der Stelle seid jetzt natürlich wie immer ihr gefragt, was denkt ihr? Wie wird diese Partie ausgehen? Schreibt mir doch gerne eure Tipps, Meinungen und Prognosen dazu in die Kommentare. Vielleicht denkt ihr ja ähnlich wie ich und sagt, Wolfsburg ist hier der Favorit und wird dieses Spiel gewinnen. Vielleicht auch Hoffenheim oder wie hier im Hintergrund ein sehr, sehr torreiches 3:3. Also ich hätte da nichts gegen. In dem Sinne, Leute, vergesst natürlich nicht dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, solltet ihr neu hier sein, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.